heute gibt es wieder diese merkwürdigen Knallgeräusche. Aber wie man sieht, die Haselbande hier, die stört sich daran gar nicht. Ich erschrecke mich jedes Mal halbwegs zu Tode. Aber die Haselbande kennt das. Die nehmen das wahr, aber stören sich nicht mehr. Und das kommt von da hinten. Dort aus diesem Stückchen bewaldeter Fläche. Heute ist nicht mehr so eisig kalt. Wir haben Windrichtung Süd, Südost und Höchsttemperaturen von 8 Grad Celsius für heute mittags sind angekündigt. Man sieht, es ist richtig was los wieder heute. Es gibt ja so eine kleine Veränderung. Die Krähen, oder zumindest ein großer Teil von der ganzen Schar hier, sitzt jetzt neuerdings schon auf der Wiese hier rundum, vor den Pfosten und Gatter. Wenn ich angekommen bin und bevor ich die Futterstelle fülle, also die kommen schon runter von den Bäumen und von den Leitungen und Masten und warten, dass ich was verteile. Das ist neu. Na, lange dauert das nicht, bis die Stelle geräumt ist. Heute ist Donnerstag, der 24. November. Ab und zu kommt mal die Sonne raus, aber meistens ist doch grau und grau und feuchte Luft. Heute Nacht hat es geregnet und zwar nicht zu knapp. Man kann es heute wirklich gut aushalten, im Gegensatz zu den vergangenen Tagen letzte Woche. Es ist nicht mehr, wirklich nicht mehr so eisig kalt und vor allen Dingen weht nicht ein so steifer Wind, der durch jede Masche hindurchkommt, in der Kleidung, die man anhat und selbst durch Mütze, Schal, Handschuhe und dicke Jacke durchpfeift. Also von daher ist das heute zwar jetzt auch kein strahlend schöner Tag, aber immerhin typisch Novemberwetter, so von den Lichtverhältnissen her und von der Luftfeuchtigkeit her. Dieses Wochenende ist erster Advent und ich habe ein kleines Projekt angefangen.
Filme für Weihnachten. Und das wird wohl dieses Jahr so Weihnachten und Silvester, also wahrscheinlich Heiligabend und Silvester, so ein kleines Special geben, so ein Jahresrückblick 2022, wo ich mal so die schönsten Aufnahmen rausgepickt habe oder die interessantesten Dinge, die ich erlebt habe. Und das ist doch bis jetzt schon eine ganze Menge geworden. Also deswegen weiß ich, dass das mindestens 2 Filme werden. Und ja, die werde ich dann über die Feiertage veröffentlichen. Als Weihnachtsgruß an alle meine lieben Abonnenten und Zuschauer. Überall kommen heute die Vögel schon, bevor ich die Stellen überhaupt befüllt habe, bevor da irgendein Stückchen liegt oder steckt. Die sehen mich kommen und dann sitzen sie schon parat. Also es ist tatsächlich so, dass die dieses Futter richtig gut gebrauchen können, denn das macht sonst kein Tier, dass es da schon auf dem Präsentierteller sitzt. Na gut, sie kennen mich ja und sie wissen, dass von mir keine Gefahr ausgeht. Aber trotzdem, ja, also das ist schon was Besonderes, dass die alle schon ganz offen da sind und warten, dass ich das Futter dahin lege, ja. Dieses Knallgeräusch ist heute wirklich wieder heftig. Das geht in einer Tour. Ich bin bloß beruhigt, dass sich die Vögel davon nicht beeindrucken lassen. Die kennen das ja. Ich kenne das auch. Das geht schon Jahre so. Ich bin nur immer noch nicht dahinter gestiegen, was das sein könnte. Fällt vielleicht von euch Zuschauern jemandem dazu was ein, was das sein könnte? Also es kommt auch immer aus der gleichen Richtung. Und ja, da in dem Wäldchen oder hinter dem Wäldchen. Dort liegt das Örtchen Eschburg-Vossmoor. Und noch weiter weg liegt das Industriegebiet von Geesthacht. Also das ist aber sehr weit weg und mir kommt das Geräusch viel näher vor.
Naja, vielleicht weiß ja einer, was das sein könnte. Da ist auch immer eine kleine Druckwelle dabei. Also man merkt es tatsächlich, kurz bevor der Donnerschlag losgeht, merkt man das schon. Sofern die Kamera aufgebaut auf einem Stativ irgendwo steht, traut sich keiner mehr her. Sonst sind die hier oben also wirklich rund um mich rum, währenddessen ich hier sitze und ein bisschen dampfe und einen Tee trinke. Wenn ich die Leckereien rund um mich verteilt habe und so, ist da sonst ja richtig was los. Man sieht es ja in den Aufnahmen, die ich sonst so gemacht habe. Aber wehe, ich stelle die Kamera auf ein Stativ irgendwo hin, um eine andere Sicht zu haben, mehr Übersicht zu kriegen. Keine Chance, bis jetzt jedenfalls nicht. Da ist irgendeiner, der die Krähen ärgert. Ich höre Milan oder Bussard. Eichelhäher-Krähen schimpfen. Und die Kleinen haben sich, also die ganz Kleinen haben sich auch verkrümelt. Könnte sein, dass der Fuchs dort die Krähenverstecke ausräubert, weil dahin haben sie das heute alles gebracht. Da, wo sie jetzt herkommen. Das bleibt heute nicht ein Krümel übrig. Ich höre auch den Schwarzspecht. Es sind Unmengen heute hier. Und bevor ich gehe, ist das Futter restlos alle. Das will heute gar nicht aufhören. Es kommen immer wieder noch welche und es sind noch wirklich viele hier rund um mich rum, die im Gras spazieren gehen, im Hang noch aufpicken, über mich rüberfliegen. Abgesehen von dem Flugzeug, das meine ich nicht. Auf jeden Fall, also ist echt was los. Oh, und jetzt fliegt gerade alles.
so sieht das dann aus, wenn irgendwas in der Nähe ist und sie aufschreckt. Naja, auf jeden Fall wollte ich doch gesagt haben, dass ich jetzt auch Feierabend mache. So gemütlich ist es auch wieder nicht, dass man ewig bleiben kann, obwohl ich heute schon wesentlich länger unterwegs bin. Ist ja logisch. Ach, kommt hinter mir gleich Hund. Naja, auf jeden Fall bedanke ich mich mal wieder fürs Zuschauen und fürs Interesse. Und ich hoffe, es hat Spaß gemacht und wir sehen uns in einem nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss. Nirgends bleibt heute auch irgendein Krümel übrig. Das ist unglaublich, wie viele da sind und wie sie mir auf Schritt und Tritt folgen. Sagenhaft.